In 13 Schritten eine UG gründen. Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen. Ich bin André Kraus, ich bin Rechtsanwalt und ich bin spezialisiert auf Unternehmensrechtsfragen. Und jetzt geht es um die Gründung einer UG und zwar um die 13 Schritte, die dazu erforderlich sind. Zunächst einmal, als allererstes, erhalten Sie eine kostenfreie Erstberatung. Und dabei geht es um die Rechtsform, um die Abgrenzung zu den anderen Gesellschaften und zu der weiteren Vorgehensweise, Kosten und die Dauer beispielsweise. Als zweites führen wir eine firmenrechtliche Abfrage bei der IHK durch, um zu checken, ob Ihr Firmenname auch aus firmenrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden ist und so auch später eingetragen wird ins Handelsregister. Als drittes führt ein auf Gründung spezialisierter Rechtsanwalt Ihre Gründungsberatung durch. Und als viertes erstellt er, ausgehend von der Gründungsberatung, den Gesellschaftsvertrag der UG individuell für Ihren Gründungsfall. Als fünftes organisieren wir einen Beurkundungstermin beim Notar für Ihre UG-Gründung. Als sechstes wird ein Konto für Ihre UG eröffnet und als siebtes das Stammkapital für Ihre UG eingezahlt. Als achtes wird dann die UG in das Handelsregister eingetragen. Und als neuntes führt Ihr Gründungsrechtsanwalt mit Ihnen die Abschlussberatung durch, wobei es um die Themen des Betriebes oder Ihre Pflichten als Geschäftsführer gilt. Und vor allem, und das dann als zehntes, erstellt Ihr Gründungsrechtsanwalt für Sie die Gewerbeanmeldung und als elftes auch noch die Anmeldung beim Finanzamt, die steuerliche Anmeldung, auch die Beantragung der Umsatzsteuer und damit einhergehend auch die Eröffnungsbilanz. Als zwölftes dann erhalten Sie von uns auch noch ein Mustervertragspaket mit den wichtigsten Verträgen für den Start einer Firma. Und der 13. Schritt, das ist noch die Aufnahme der laufenden Buchhaltung, die wir auch für Sie vornehmen können. Ich hoffe sehr, dass ich Ihnen einen Überblick geben konnte über die Gründung einer UG. Wenn Sie selbst an die Gründung einer UG denken, können Sie sich gerne auf unserer Webseite umschauen. Und falls Sie selbst eine Gründung vornehmen wollen, können Sie uns entweder zu einer kostenfreien Erstberatung anrufen oder uns gleich online zur Gründung einer UG auch mandatieren. Vielen Dank für Ihr Interesse und gerne bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.